Das Besondere ist, dass wir miteinander und auch mit den Bewohnern und Bewohnerinnen immer sehr eng zusammenarbeiten und sie praktisch in jeder Lebenslage begleiten. Hier verrichtet man nicht nur einen Job, man verrichtet 1000 Jobs. Leute, wenn die hier ankommen, dann wissen die oft nicht, was es heißt, eine Struktur zu haben, eine Tagesstruktur oder Wochenstruktur oder einer Beschäftigung nachzugehen. Dementsprechend helfen wir den Leuten erst einmal, eine Arbeit aufzusuchen oder einer Beschäftigung nachzugehen und auch darin vielleicht einen gewissen Sinn zu finden, sei es ein Deko-Labor, das es gibt, wo die Leute ein-, zweimal die Woche hingehen oder die Gartengruppe, wo die Leute halt auch ein bisschen Geld dazu verdienen können, wenn sie regelmäßig einer Beschäftigung nachgehen. Ist auch höher schon zu etwas höherschwelligem, wie eben der Fahrradwerkstatt oder der Holzwerkstatt, wo tatsächlich auch Kundenaufträge reinkommen und die Klienten und Klientinnen dann wirklich Aufträgen nachgehen müssen und wirklich für Kunden arbeiten. Dann habe ich gesehen, hier werden Leute gesucht, habe mich beworben, bin ins Vorstellungsgespräch gegangen und ab dem Vorstellungsgespräch, das ich mit Frau Rosner hatte, hat es einfach Klick gemacht mit der ganzen Einrichtung. Es war ein ganz toller Eindruck, eine ganz tolle persönliche Chemie zwischen uns allen und dann habe ich gesagt, ich komme hierher und ich denke, ich bleibe auch noch lange wieder.